müssen auf jeden Fall mal eine lange Rast machen, bevor wir zum nächsten Boss, falls wir zum nächsten Boss jetzt noch gehen. Wie scheiße, das weißt du auch nicht, wie scheiße der Edderbrain-Kampf wird. Nee, nicht ansatzweise. Oh, ich kann mir nur einen Zauber aussuchen. Ein böser Blick, Nekromantie, Zauber des 6. Grades. Deine Augen werden zu schwarzen Zahnen mit werden Korridor und dein Blick kann Furchtkrankheit und Schlafkreaturen erzeugen. Ich habe irgendwie auch auf Nekromantie levelt. Aus irgendeinem Grund. Das ist einfach nur eine Schule der. Und das Schule der Magie. Kampf. Okay, was habe ich auch noch? Mächtige Unsichtbarkeit, könnte mir was helfen. Monster festhalten kann ich. Können wir eigentlich mal darüber reden, dass Jenna hier in T-Pose auf dem Altar steht? Ich glaube, das gehört so nicht. Wir sollten mal irgendwie befreien. Dimensionstür habe ich nie gebraucht. Ist nützlich. Ist quasi ein Teleport für zwei. Person bezaubern habe ich schon gebraucht. Ich habe jetzt die Dimensionstür durch Monster festhalten ersetzt. So Talent, was nimmt man da zum Schluss nochmal? Magier und Vizebarde habe ich schon. Attributverbesserung zum Schluss nochmal. 20 auf Charisma machen. Auf 20 auf Charisma ist wichtig, ja. Ich habe 20 auf Charisma, sehr schön. Stufe 12 war, glaube ich, die letzte Stufe, die man hier kriegen kann. Wenn man das geht. Weil ab Stufe 13 Sachen dazukommen, die das Spiel nicht programmieren kann. Eine Attributsverbesserung bei Lethe. Ich könnte auf 19 Stärke machen. Es bringt 19 bringt nichts. 18 bringt was. Mach lieber dann zwei Werte auf gerade Nummern. 18 auf Stärke. Könnte Geschicklichkeit auf 14 bringen. Bringt was. Sehr schön. Ich sollte mal mit dir reden. You came for me. Mach das. That lady, she warum hattest du eigentlich Probleme mit dem Owen-Kampf? War jetzt nicht so schwer. Weil ich unterlevelt war. Und sie haut jetzt ab. Wohin haut sie ab? Ich weiß es nicht. Hallo, geht's dir gut? Ach, okay, sie geht dort lang. Wir sollten vielleicht auch dort lang. Gut. Dann gehen wir mal nach. Ist noch irgendwas zu looten hier, oder? Ich speichere hier mal kurz. Ich weiß es nicht. Warte, ich speichere mal kurz. Unbedingt. Falls hier noch irgendwie anders weiterspielen will. Ich habe jetzt... Letzte ist jetzt irgendwie... Ah, die kann unsichtbar aussehen. Dann gehen wir mal hier weiter. Raum des Auserwählten.
Okay, das Elder Brain hat es Wörter gesagt. Ja. Hier gibt es noch was zu looten. Ein Kleiderschrank. Und eine Truhe. Ja, die Truhe versuche ich gerade zu öffnen. Lass mich die looten. Oh, sie ist verschlossen. Ja, ich versuche sie gerade zu öffnen. Ist eine 20. Eine 7. Oh Gott. Ich hab's verkackt. Ich auch. Ich bin alle meine Inspirationen los. Warte. Gleich unsere Inspiration. Zwei. Zwei. Na, das sind nur Gifte. Soll ich es nochmal versuchen? Ich kann nochmal versuchen, die Truhe zu öffnen. Sie weiß. Ist offen. Sie ist offen. Blutruhe sind nur Gifte. Bosheit. Ich hab's mal mitgenommen. Okay. Ich mach das einzig Sinnvolle in dieser Situation. Du legst dich schlafen. Mhm. Ja gut, du wolltest meine Hilfe ja nur für den Kampf. Kannst du dich nochmal ins Bett legen? Vielleicht können wir nebeneinander liegen. Aus irgendeinem Grund. Ah, fantastisch. Jetzt erstmal ausruhen. Haben wir den nötig. Ja. Während der Erdelementar daneben schwebt. Ja, die kannst du doch wieder zurückbeschwören, die kannst du doch vernichten. Warum sollte ich? Der ist nützlich, den können wir für den nächsten Encounter noch benutzen. Der kannst doch einen neuen machen. Der hat noch... Nein, ich habe nur ein sechstes Level. Und ich habe Orens Mutter gefunden. Orens Mutter gefunden. Die hatte eine Mutter? Ja, hier. Gott. Sieht ziemlich schmerzhaft aus. Hat nichts dabei. Hatte sie was dabei? Nee, die hatte nichts dabei. Aber das sieht ziemlich ouch aus. Naja. Das ist enttäuschender Loot. Ich sag's wie es ist. Mit dem Kampf. Mit dem Kampf, ja. Lass mal. Wollen wir noch den Serfog besiegen gehen? Der müsste auch hier irgendwo sein. Da habe ich noch. Wen? Den Boss aus Teil 1. Den habe ich noch nicht getötet. Glaube ich hier drüben. Weiß nicht, wo der war. Wo war denn der? Keine Ahnung. Da sind wir irgendwann und dreht mit den Leuten. Bin noch irgendwo anders lang gegangen. Der treibt ja auch noch sein Unwesen, den könnten wir auch noch vernichten. Wieso kann man doch mit den Leuten reden? Tja, weil die in deiner Sekte, du bist mit, wir sind Mitglied in deren Sekte. War das nicht ein Lawful Good Run, den du hier gemacht hast? Ja, aber ich habe, um das Amulett zu bekommen, habe ich dem Bösewicht aus Teil 1, Serfok hieß der, glaube ich, habe ich dem gesagt, gib mir dein Amulett und ich töte für dich Leute. Das ist dann... What the fuck? Hat uns gehen lassen, das hat er uns geglaubt. Warte, wo war der? Ich glaube, da hatten wir auch einen Schnellreisepunkt für. Geh dann noch nicht weiter, Modi. Ich loote nur ein bisschen, weil du alles hier liegen gelassen hast. Da war ich noch nicht, Modi. Wie, da warst du noch nicht? Du bist nicht hier oben runtergegangen? Was? Wie bist du dann hier reingekommen? Also das verliest. Ich bin von dort reingekommen. Ich habe mich dort durch die Unsichtbaren gekämpft, dort hier von... aus der Seite hier. Das sind Unsichtbare? Was? Da war so ein Übergang mit einem Weg dort. Ich habe hier die Unterstadtruinen. Wenn du bei mir im Stream guckst, dann kann ich dir das zeigen hier auf der Map. Den kompletten Weg habe ich mir durchgegangen. Ist egal, du wolltest jetzt noch eine Sache machen, irgendwo Unterstadtruinen, keine Sorge, gehe ich hin. Warte, ich guck mal, ob ich den Weg finde. Der war irgendwo. Ich bin schon längst weggespawnt. Aber wo bist du hingegangen? Wo war die Sache mit dem. Wo warte der.
Wo hatte der Typ sein Versteck? Auf dem Strand. Komm, Hafen, das Ballistentor, Zentralhaufen. Haufenstrand. Der hat ein Gespräch begonnen. Wo bist du? Und wo bin ich? Ich versuche zu handeln. Mit wem handelst du? Mit dem stummen Typen hier? Hä? Warum bin ich jetzt aus dem Typen ausgeschmissen worden? Ich bin bei Unterstadtruinen, habe ich doch gerade gesagt. Und wo bin ich? Irgendwie in der Unterstadt wieder. Ah, der war. Ich weiß, wo der ist. Und komm mal mit. Komm mal, der war hier. Der hat sein Versteck hier in einem Haus in der Unterstadt. Vielleicht können wir den da. Vielleicht können wir da noch rein. Ich kann nicht mal einen fucking Kauf durchführen. Aber okay, klar. Der war hier oben bei dem. Hinter der Taverne Elfgesang. Der hat direkt hinterm Hotel. Der. Kannst du Markierung auf der Karte sehen? Wenn ich die markiere dort, müsste der irgendwo sein. Ja, könnte ich. Allerdings, was auch immer du gemacht hast, du verursachst bei mir andauernd irgendwelche Blackscreens. Ich hab grad eine Schnellreise in die Unterstadt gemacht. Ja, vielleicht machst du nicht eine Schnellreise in die Unterstadt, wenn ich hier gerade am Handeln bin. Nein, okay, Korrektur passiert immer, wenn man handelt. Offensichtlich. Hast du gerade wieder eine Schnellreise gemacht? Nö, ich laufe zu Fuß, weil du keine Schnellreise haben willst. Ja, das ist egal, das passiert andauernd. Ich bin hier in einem Kampf gegen Stahlwache. Warum? Ich höre, was du... Hilfe. Ich könnte mal hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ja, okay, cool. Wo bist du? Bei der Wegpunkt Haufenstrand. Da habe ich gerade eine Stahlwache, die mich aus irgendeinem Grund angreift. Wir haben noch keinen langen Rast gemacht. Oh, das ist relativ egal. Cool, wir treten direkt bei. Dann mach mal mit. Die Stahlwache könnten wir ausschalten. Ja, keine Sorge. Aus irgendeinem Grund greifen die mich jetzt hier an. Ah, ich bin wieder dran. Ich habe keinen Zauber mehr, ich habe die alle verbraucht. Okay, jetzt ist die. Ich würde mal ein Stück zurückgehen. Ich kann ihn beim nächsten Mal explodieren lassen. Ja, ich kann mich gerade nicht bewegen, also. Alles gut, ich will nur, dass die Leute ein bisschen näher rankommen, damit ich ihn beim nächsten Mal. Warte, fuck, ist tot? Liegst. Oder was? Nein. Du bist liegend. Aber du bist gleich tot. Du bist ziemlich am Arsch. Wir haben, wie gesagt, noch keinen langen Rast gemacht. Warum greift uns jetzt hier alles in jeder an? Ich weiß es nicht, es ist Baldur's Gate. Jetzt der Elemental dran. Der kümmert sich gleich drum. Moment. Das ist nicht gut. Darf ich auch aufstehen? Scheinbar nicht. Immobil verstümmelt. Scheiße. Okay, das kann ich nicht. Warum will ich gehen nichts machen? Ich kann mich nicht bewegen mit Leze. Ich kann ihn nicht vom Platz weg bewegen. Du kannst bringen ihn zum Explodieren. Wir halten das schon aus. Würde ich ja, aber. Ja, komm, Vorsicht. Eine tot. Next. Stahlwache wäre ganz gut, wenn die weg wäre. Komm, Hexenpfeil. Max Level. Let's go. Boom. Ja, das ist ungut. Du wolltest doch explodieren lassen.
Na komm noch mit rein. Ah, du bist tot. Ich kann dir aufhelfen. Hier bitte. Ich kann dich heilen. Ein klein wenig. Viel kann ich nicht mehr. Ich bräuchte gleich selbst ein bisschen Heilung. Ich habe Heiltränke, ich Blödmann. Das ist doch. Ich hab Trank der höchsten Heilung, warum nutze ich den nicht? Den müsstest du auch haben übrigens. Müsstest auch einen Trank haben. Ja, ich mal gucken, was das hier tut. Okay, cool. Das hätte uns erstmal Schaden zugefügt. Erstmal noch den Gegner besiegen. Wenn du gerade in der Runde bist. Kurz ein Schockgriff, ist easy. Oder auch nicht. Kommen da noch mehr oder war es das dann? Ah, sehr schön. Jetzt sollten wir mal schnell ins Lager. Wir brauchen eine lange Rast, bevor es weitergeht. Was? Cool, es ist jetzt also stehlen, wenn man das Zeug mitnimmt, was den Leuten, die man gerade getötet hat hier. Mein Gott. Ja, aber das hat noch nie eine Auswirkung gehabt auf irgendwas. Mein Gott, wie ich Akt 3 hasse, ey. Also mach mal eine lange Rast hier, Modi. Würde ich ja, ich komme aus der scheiß Sequenz nicht mehr raus. In welcher Sequenz bist du? Im Lager vor Spiegel. Die scheiß beim Stehlen beobachtet Sequenz. Ja cool, ich hab's einmal angeklickt. Warten auf andere Spieler. Ja. Ich glaube, der Multiplayer ist ja auch sehr verpackt. So, schlafen. Ach komm. Warten auf andere Spieler. Musst vielleicht auch was machen. Was ist bei der immer wieder. Was ist gerade bei dir los? Ich krieg bei immer verschiedenen Aktionen einen scheiß Blackscreen. Ich kann dann nichts auswählen oder sonst was. Ich muss darauf hoffen, dass ich das richtige Ding versehentlich anklicke beim Mausklick-Spam. Das ist super nervig. Ist gut. So, sehr schön, da sind wir wieder geheilt. So, ich rede mal hier kurz mit der Kleinen. Und dann gehen wir noch den Zerfog besiegen. Das können wir mal wieder ausgesprochen wird. Ja, Zara, wenn du da auch noch Probleme mit hast. Klar. Oh mein Gott. Ich habe die noch nicht bekämpft, aber das ist der, fucking Endboss aus Baldur's Gate 1. Also, ich denke, der wird auch nicht ganz ohne. Das Elderbein werde ich da mal irgendwie mal schauen, ob ich es alleine hinkriege. Wir können Suppe essen, sicher doch. Trau ihr bloß nicht. Wieso, sie ist doch lieb. Sie verkauft Suppe. Vielleicht kann sie ein Schwert brauchen. Ich würde wirklich gern wissen, was passiert, wenn man sie nicht mit ins Lager nimmt am Anfang. Dann wird sie nicht von Urien entführt. Ja, dann ist doch die ganze Storyline anders. Ich glaube, dann sieht man die trotzdem dort. Ach, kannst du haben. Okay, die ist jetzt unsere Köchin. So, ich gehe mal hier. Dann lass uns mal zu dem. Der müsste hier hinter dem
hinter der Taverne sein. Geh mal zum Basiliskentor. Das ist der kürzeste Weg. Och nö, der nächste Kampf. Warum sind denn jetzt auf einmal überall Kämpfer? Moni. Gedankenschinder greifen an. Ah, okay, jetzt. Deswegen. Was? Ich bin hier in einem Kampf gelandet. Ich auch. Ich bin auch im Kampf. Gegen den Gedankenschinder, der nackig ist. Der nackt ist. Ich glaube, es verwandelt sich gerade ganz Baldur's Gate nach und nach in jeder, der infiziert ist. Ja. Wir hätten Eulen nicht machen sollen. Ja. Wir hätten uns hier anschließen sollen. Ja. Also, im Nachhinein betrachtet ist es vielleicht... Hier steht eine Wache in der Luft. Entscheidung, wenn, ja, ist ja vielleicht wirklich nicht die schlechteste Entscheidung, wenn wir uns einfach Gortash anschließen. Der tötet zumindest nicht einfach random. Okay, ist eine Stahlwache noch. Sollten wir zuerst ausschalten. Die Gelben sind irgendwie nicht auf unserer Seite, aber auch nicht gegen uns. Die Gelben sind neutral und greifen normalerweise Gegner an. Und da sind ein paar Gedankenschinder. Vielleicht können wir die mal... Was passiert ja. Hier? Ich attackiere schon mal. Ich kann nicht angreifen aus irgendeinem Grund. Ah, bitteschön. Hat nur ein bisschen gebraucht. Ich hab dem einen mal kurz ein volles Mönchspaket reingeballert, ne? Okay. Versuch noch hier die Übersicht über die Lage zu kriegen. Die Gelben nicht angreifen, die Roten angreifen. Das sind jetzt zum Glück nicht ganz so viele. Aus irgendeinem Grund. Ja, warum sind hier Gedankenschinder mitten bei Baldur's Gate? Das ist ein Problem. Das sind die ganzen, die ursprünglich verwandelt waren. Also die infiziert waren. Na dann geh. Da kommen die schaffen wir nicht nur kennen. Stahlwache. Vielleicht kann geh die Stahlwache ausschalten. Die da hinten ist. Ja, ich guck mal, was kann ich denn alles für kennen? Elemente ist weg, sehr schön. Easy. Ja, der ist immer weg. Und ich bin hier hinten. Klingbahn, ja, Bullshit hier. Friss Frost. Ah, noch ein Gedankenschinder. Und der steht oben aufs Dach. Und du bist wieder nackt. Ja, ich hab keine Rüstung an. Das ist ein bisschen besonders erregend. Das ist problematisch. Ein interessanter Bug. Also um die da hinten musst du dich nicht kümmern, die hab ich eigentlich schon unter Kontrolle. Mach lieber die Stahlwache fertig hinten. Da komme ich nicht ran, da bin ich noch nicht in Reichweite. Du kannst sprinten. Du kannst sprinten. Ah doch, nein, nicht genügend Bewegungsrate. Ich kann mich um die hier kümmern. Aber das trifft ja, auch dich, oder? Ja, die eigentlich ganz gut unter Kontrolle. Ja, das würde mich auch treffen und ich hab die eigentlich ganz gut unter Kontrolle. Denn, beide. Ich mach das so. Ich trau dir mal. Das dürfte dich eigentlich nicht treffen, wenn ich den Fallball auf die hier. Das hat nicht getroffen, in der Tat. Alles gut, keiner braucht Heilung. Ich bin voll gewesen. Ja, jetzt bist du mehr als voll. Schön Zauber. Ja, toll, du hast den Zauberslot verschwendet. Cool. Jetzt hilft mir der Typ. Und der hilft mir gut. Okay, einer weg.
Ja, ich hab gesagt, ich komme mit denen da hinten gut zurecht. Du bist betäubt. Ach, das hält. Die Stahlwache ist noch bei fast 100%. Das ist ein Problem. Ja, aber nicht mehr lange. Wird man mit Eze dahin rennen? Zauberer darf zaubern, habe ich gehört. Darf ich mal mit Eze was machen? Irgendwie nicht. Nee. Hä? Ist das irgendwie ein bisschen. Ist das verbuggt oder? Eigentlich war gerade meine Runde, aber ich kann nicht. Hä? Nicht das Nachgehen dran? Klick doch einfach mal auf sie. Ich kann nichts machen. Jetzt hier. Ich wollte gerade sprinten, aber. Okay, jetzt. Oh, ich kann eine Mage Hand. Das haben wir drin. Nice. Sehr schön. Dann kümmere ich mich mal um die Stahlwache. Jetzt ist bei mir Gale dran, aber der war schon dran. Wer ist erst so? Nein, okay, die Leute sind gleichzeitig dran. Geht dann schön das dran. Na komm, die sind alle relativ. Ich bin immer noch ohne Rüstung. Jetzt den darfst du fertig machen. Ich kümmere mich um die Stahlwache. Hau nicht deine ganzen. Ja, gut, hau von mir aus raus, was du. Hat damit Gale cool getroffen. Ja. Du bist wirklich nicht gut in diesem Spiel. Ja. Badische Inspiration auf dich. Wozu? Ich brauch das nicht. Das ist eine Ressourcenverschwendung. War ein Bonus-Sache. Das ist schlecht. Nee, das trifft sich sogar äußerst gut. Der ist nämlich in meiner Reichweite, mehr oder weniger. Aber ich bin auch in deiner Reichweite. Und ohne Rüstung. Okay, ich kann ihn nicht mehr angreifen. Ich mache das Effizienteste überhaupt. Ein Stein werfen. Ich habe eine verfaulte Tomate auf ihn geworfen. Ja, komm und hier. Jetzt ist Effiziente. Bitte noch nicht, Bumm. Ich stehe da ohne Rüstung im Weg. Ich würde mal gerne aus dem Weg gehen. Das ist schlimm. Was macht man den Rückzug? Dafür hast du die Option Rückzug. Jetzt liege ich da ein bisschen. Der wird dich jetzt halt töten, ne? Das soll er versuchen. Wir haben noch Verbündete. Und Lietz ist hier. Ja. Mix, Lietz muss aus dem Weg gehen. Das ist nicht gut, ich lieg da mit einem Winkel. Eine Explosion. Wie kann man bei einer 99% kritischen Schlacht würfeln? Tja. Ein Gott. Okay, einer weniger. Die Stahlwache explodiert, ja, sind wir, glaube ich, durch. Ja, beweg dich vielleicht mal ein bisschen. Kann ich gerade nicht. Das ist schlecht. Ich bin verstimmt mit Immobilie. Ich kann nichts. Dann akzeptiere dein Schicksal. Ich kann auch letzten Feuerball wirken. Nein, das ist sinnlos. Das ist Ressourcenverschwendung, was du da machen würdest. Akzeptiere den Schaden, teile dich danach einfach. Okay. Okay, ich dachte, du bist wahnsinnig. Der will, dass er dabei ihn besiegen. Das machen wir auch gleich. Nö, wir laufen jetzt erstmal durch die Stadt und gucken, welche Kämpfe wir sonst noch. Nee, warte. Nicht loslaufen. Erstmal habe ich das hier für dich. Gesang der Rast.
Wozu? Ich bin faul, aber du kannst brauchen. Das ist ein sehr starker Zauber. Es ist kein Zauber, es ist eine Klassenfertigkeit. Jetzt können wir hier lang, da können wir mit dem nächsten Bosskampf machen. Zieh dir eine Rüstung an. Folg mir. Zu spät. Ich hab dir gerade gesagt, zieh dir eine Rüstung an. Du hast es zu spät gesagt. Warum sind jetzt hier in jeder Ecke Gegner? Weil wir uns dazu entschieden haben, Oren zu besiegen. Das hat hier viel gemacht. Ja, das sind auch genug Gegner, damit ich sag, ich glaube, wir sollten ein bisschen zaubern. Mach das. Ich messere die Waffe. Oh, das sind zwei Stahlwachen, scheiße. Ja. Deswegen sollten wir in unserem Stream, den wir dann noch machen, dann sollten wir mal die Stahlwachen ausschalten, sobald wir die Möglichkeit haben. Soll ich aus irgendeinem Grund nicht. Man kann das Ganze hier an dieser Stelle schon ohne Stahlwachen haben. Da sind die Kämpfe um einiges leichter. Ich kümmere mich mal um die hier. Und tschüss. Heldung braucht ich keiner. Mach mal kurz die eine. Die Scheiße, die ist außerhalb der Reichweite. Gucken wir mal. Nein, das ist 9%. Fuck. Keine Ahnung. Wo ist Dominate Person hier? Du da hinten. Sei mal bitte auf unserer Seite. Danke. Kannst du jemanden mit Waffen nehmen? Ah ja, der hier. Hättest du auch einen mit Schild nehmen können. Nein, der war außerhalb der Reichweite. Ich habe den angekratzten genommen, weil dann ist er... Ah, die kümmern uns jetzt um die dort. Auch wäre auch gut. Ja. Muss den Rettungswurf wiederholen, wenn er angegriffen wird. Und... Ja, okay, gut. Nicht gut. Okay, sie brauchen noch eine lange Rast, bevor wir zum Busfight gehen. Ich muss Essen besorgen. Damit wir die lange Rast noch machen können. Du hast einen Speiseaufzug und Geld. So, was mach ich jetzt mit ihr? Stahlwache. Schockgriff. Oder auch nicht. Warte, ich habe eine gute Sache. Spiel die Kämpferin bitte nicht auf Zauber. Die hat jetzt keine Stärke mehr. Stahlwache. Wieso hast du ihr Eldritch Adept gegeben? Ich weiß nicht. Die ist jetzt. Die Stahlwache ist jetzt schwach. Wenn du keinen Hexenmeister hast, der auf Eldritch Blast levelt, dann ist Eldritch Adept unglaublich schlecht. Tja. Sagt das der Stahlwache, die deswegen jetzt besiegt wird. Gut, um den kümmerst du dich, dann mache ich hier gerade einen Schockgriff rein. Ich versuch's zumindest. Ich brauche ein bisschen Heilung. Ich habe Tränke, warum benutze ich die nie? Ich habe sehr gute Tränke. Hinten down. Dann ist zumindest da kein Problem mehr da. Ja, Dominate Person ist ziemlich stark. Yep. Okay, wird hier abgeschlachtet. Ah, der steht noch ein bisschen. Er ist relativ tanky für den Zauberer. Er hat mehr HP als mein Mönch. Und der Mönch hat Tough und ist auf Mönch-Dinge gelevelt. Ich weiß nicht, was du dir gegeben hast, dass er so viel HP kriegt. Ja. Weil ich habe mir legit mehr oder weniger Tank gebaut und das ist schwächer als das.
deshalb, der hält einiges durch. Hat bei meinen Kämpfen, die ich mit ihm gemacht habe, ein bisschen andere Erlebnisse gemacht, aber gut. 196 Leben ist 196 Leben. Ich bin aus irgendeinem Grund wieder dran. Immobil verstümmelt, fantastisch. Das heißt, ich komme da auch nicht weg, wenn jetzt explodiert. Gut, die Stahlwache hinten ist betäubt. Meine explodiert gleich. Deswegen heile ich mich schon mal ein bisschen. Cool. Da kommt eine Wache. Ja, wir haben die Konzentration verloren, weil du hast ihm natürlich nicht Warcaster gegeben. Was sinnvoll ja. wäre. Ja, das kriegen wir nicht. Was kriegen wir nicht? Den Kampf, den werden wir nicht schaffen. Sicher anders. Wir haben drei, die auf dem Boden liegen und eine nicht gut gelevelte Kriegerin. Das wir nicht. Eine explodierende, aber... Eine Wache und eine andere Wache, die da drin steht. Ja. Wir haben gerade den Bosskampf gegen Urin geschafft, also das schaffen wir. Nicht zuversichtlich. Schütz 2. Jetzt sollte ich mich mal hier ein bisschen rausbewegen, wenn das geht. Geht ja. nicht. Okay, gut. Ich muss mein Glück versuchen und gucken, dass ich die Heilerin finde. Nein. Sad. Ah, sehr schön. Ich kann aus dem. Ja, ich kann aus dem. Gebiet raus. Die explodiert auch. Ja, ich komme aber nicht mehr weg. Und die Wache springt raus. Fantastisch. Da sind wir zumindest die Stahlwachen los. Die sind nicht das Problem. So, Blitze ist dran. Nicht auf Nahkampf greifen. Du hast Tränke. Du hast übrigens Tränke, du kannst nicht wieder heilen. Ja, ich weiß. Ich halte auch noch einiges durch, so ist nicht. Nicht im Nahkampf mit Fernkampfangriff angreifen. Ja, wenn ich nicht Nahkampf angreifen kann. Teile. Sieht cool. ein bisschen schlecht Der aus bei dir. Ist gefesselt. Alles gut, ich habe mich geheilt, passt schon. Oder auch nicht. Ich versuche noch einmal Dominik Person. Nein. Autsch. Kritischer Treffer. Nicht gut. Noch ist keiner down von uns. Wir stehen alle noch. Vielleicht kannst du ja noch ein Ding jetzt dazu holen. Ich habe eine Mage Hand. Ich möchte die guten Zauberplätze ein. Ich habe auch keine guten Zauberplätze mehr aktuell. Wir machen eh gleich eine lange Rast. Deswegen verbrauche ich jetzt alles, was du hast. Ja, aber ich habe keine mehr. Okay, die einen haben wir gleich tot. Der Hextraum.
12 HP noch. Deswegen hat uns auch der Imperator geraten, dass wir durch die Kanalisation gehen. Das ist aus Gründen, die wir gerade jetzt hier sehen. Bei Oberirdischen ein bisschen die Hölle los ist. Okay, was zum Henker war das gerade? Eine Feuerwand. Das war eine Niese. Ne, zerstört in der Feuerwand. Ja, ja. Was passiert gerade? Achso, die Hand ist dran. Sie schubst. Ja, das tun Hände. Ich gehe mal ein bisschen aus der Feuerwand raus. Und tot. Und hier habe ich noch einen Angriff. Auch tot. So, ist hier noch jemand am Leben? Ja, die dort drüben. Ja. Komm, die kriegen wir dann auch noch. Moment. Gut, oh, ich wollte dich gerade rüber teleportieren, aber. So, dann mal, ich würde mal sagen, ins Gasthaus, oder nicht? Nee, wir gehen erstmal hier lang. Wir können auch einfach mal kurz zwei kurze Rasten reinmachen und dann passt das. Ich leg mal kurz eine Rüstung an. Hier. Und da hinten geht's lang. Ja, Moment, Game muss mal kurz Arkane Rast machen. Ich speichere mal kurz. Ich glaube, ich hole uns doch einen Elementar. Und hier hinten ist keine Stahlwache, also das sollte vielleicht dafür sollten wir hinkommen. Also. Ein Schleimelementar. Erdelementar. Erde ist mit das stärkste Element. Noch der Grund, warum Monddruiden so fucking stark sind, weil die können sich später in Erdelementare verwandeln. So, in das Haus müssen wir rein. Da gibt's eine Tür, die führt da hinunter. Einmal mitkommen. Da machen wir noch eine lange Rast, bevor es reingeht in den Bosskampf. Hier sind wir ja momentan noch freundlich. Hier sind wir jetzt, da sind jetzt alle unsere Freunde noch, bis wir einen angreifen. Alles klar. Ballistengruft. Oh, wir können keine lange Rast machen, das ist schön. Lass uns erstmal aufsteigen, oder? Ja, vielleicht sollten wir erstmal dann zurückgehen und eine lange Rast machen. Erstmal die Holztreppe hoch. Dann machen wir eine lange Rast und dann steigen wir hier runter. Kurzer Blackscreen noch. Tag beenden. Und damit fertig, dann gehen wir wieder in den Untergrund und dann werde ich mal schauen, wie ich das Gehirn abschlachte. Here we go. Vielleicht nicht mehr heute. Lass uns heute mal lieber auf dem anderen Spielstand noch weiter spielen. Ja, wollte ich gerade sagen, wir machen den einen Kampf noch, womit du Probleme hattest und dann.
Da kümmere ich mich dann selbst drum. Mit Gale, der jetzt einigermaßen geskillt ist. Der ist nicht anders geskillt. Ich habe ihm nur ordentliche Zauber reingezogen. Für den Kampf. Yep. Ich habe hier mal einen Coldstone. Für einen anderen Spielstand werde ich wahrscheinlich wirklich Astarion zum Necromancer und den Mönch zum... Mindestens ein Spieler hat die Anfrage abgelehnt, rechtzeitig oder aufgrund Einschränkung. Okay, ja, wir können nicht was machen. Das ist die Scheiße, die ich gerade gesagt habe, weil... Anders spielt wird seit... Okay. Weil ich kriege immer Black Screens, wenn du Sachen machst. Jetzt kann ich gerade nämlich gar nichts machen. Das ist fantastisch. So lange Rast überlebt. Na dann, auf geht's. Lager verlassen. Und rein da. Tippen wir den Boss aus Teil 1. Sarivok wird geschrieben, genau wie ausgesprochen wird. Diesmal habe ich, glaube ich, keine Kleidung an, aber ist egal. Ich auch. Da musst du einfach auf Lager klicken, dass dann ziehst du es um. Ja, habe ich gerade gemacht, aber bei mir wäre es sowieso scheißegal gewesen, weil ich bin jemand, der keine Rüstung tragen muss, beziehungsweise kann, sollte. Ich meine, meine Rüstung spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle. Ja, aber du hast wenigstens Werte, ich habe halt gar nichts, weil mir macht es legit keinen Unterschied. Ich könnte nackt kämpfen und wäre genauso effektiv. So folge er mir durch diese Tür. Ich weiß. Da war ein Mörderpack, was wir ausschalten müssen. Am besten hier noch keinen angreifen. Und erstmal hier rein da und da oben den. Wir greifen den hier an. Der auf dem Thron sitzt, der ist unser Ziel. Positioniert euch gut. Ich habe die Ehre. Molly, positionier dich. Fehlschlag. Ah, okay. Picks a fight. The consequences are hardly surprising. Hast du es geschafft, ihn jetzt... Okay. Er ist im Kampf. Okay, es ist ein bisschen dumpf, dass ich neben ihm stehe. Ja, das war nicht so schlau. Aber was soll's. Okay, cool. Ich guck mal, was für Zauber ich ihn geschmeißen kann. Okay, verstecken kann ich nicht. Na, er ist gerade im Heiligtum. Ich versuche ihn mal ein bisschen zurückzuziehen. Ein verlässliches Heiligtum. Machen wir mal den fertig. Aber die sind nicht. Naja, ich habe ihn gerade gewone-shottet, ne? Mal so nebenbei. Ja, die sind ja auch nicht. Sind ja auch nicht die starken Gegner. Wer ist denn jetzt dran? Ah, das ist doch der Drachenbluthändler. Ja gut. Ach, der ist sowieso nur... Der Gegner ist sowieso nur stark, weil er hier von den Boss wahrscheinlich gebufft wird. Weil das da ist nicht so viel. Bring die mal hier um. Ist im Gleichgewicht. Sehr schön. Ich probiere noch kurz was. Ach, warum ist er unverletzlich Heiligtum? Ach, das ist so scheiße. Keine Ahnung. Jetzt müsste Geld dran sein. Ja, ja, der Elementar ist so. Dann tötet erstmal den anderen. Zwei andere Gegner müssen noch hier sein. Achso, da drüben ist noch einer. Ja, zwei außer ihm müssten noch da sein. Richter des Motribunals. Ja, Serfog an Chef.
Erst dann natürlich stürzt er sich auf mich. Macht auch Sinn, dass ich ihn, weil ich ihn angegriffen habe. Du hast ihn angegriffen, ja. Oh, und der ist ein Barbar, okay, gut. Das erklärt einiges. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Teil 1 noch nicht gespielt. Obwohl das es nicht ganz war. Vielleicht kann ich ihn angreifen. Ja, er ist tatsächlich angreifbar. Aber ich mache 4 Schläge. Ja, Moment. Warte mal kurz mit dem Angriff, weil. Du bist dran. Ja, ich hau ihm erstmal Ottos unwiderstehlichen Tanz rein. Ah, er tanzt. Schön. Ja, so. Kannst du ihn auch töten? Kannst du ihn auch angreifen? Vielleicht töten? Dann kann jetzt du das. Ah, 3 Schaden. Immerhin etwas. Nicht schlecht. Ja. Vielleicht kann ich hier mal grad. So, dann hau ich noch kurz den da hinten weg. Beziehungsweise an. Und okay, die Hand. Noch. Schön. Die Hand ist nur zum Ablenken da. Okay, er tanzt nicht mehr. Warte, aber ich hab hier was. Den Verband niederstrecken mache ich nicht nochmal. Okay, das war ein Fehlschlag, fantastisch. Ich hau ab. Oder auch nicht. Kümmer du dich mal. Oder lädst du, kümmer du dich. 1% Chance, das ist ja großartig. So vorauszusehen. Ja, der scheint relativ mächtig zu sein, das heißt, ich hau ihm einfach ein paar 100%. Ja, das ist der Endboss aus Teil 1. Wirkt nicht so. Ja, irgendwie schon, also. Wirkt irgendwie nicht so. Der wirkt. Ich glaube, den haben sie schlechter gemacht. Weil er halt hier auch kein Boss ist. Ich hätte was Stärkeres erwartet. Deswegen habe ich mich mit ihm angefreundet, deswegen habe ich gedacht, scheiße, YouTuber kennst du wieder. Mit ihm willst du nicht kämpfen. Lass mal Freunde sein. Ah, schön. Wird hier abgemetzelt. Ich bin am Sterben. 100% dich. Ach, das ist egal. Wie kannst du mich mal wieder aufheben? Oder Lizzie macht das. Wenn sie kann. Ja, sie kann. Nicht in dieser Runde, aber. Versuchen wir nochmal das. Ja, du, ich mache noch einen betäubenden Schlag hinterher. Schade. Dann einmal explodieren lassen. Boom. Er ist keine Stahlwache, er explodiert nicht. Doch, mit dem Key kann ich jeden Gegner explodieren lassen. Ja, eine coole Waffe, die könnte ich vielleicht gebrauchen. Ich loot ihn. Das ist Chaos. Okay,
Okay, hat noch 14 HP. Ja. Schade. Schade. Bin ich auch mal wieder dran. Du bist jetzt tot. Das war der Mönch. Vielleicht kann Lizzie den Crit machen. Nein, kann sie nicht. Oh, er ist der Charakter, den du überhaupt nicht magst, der hat natürlich gekrittet. Oh. Ich habe ein mächtiges Schwert, wie es ausschaut. Schwert des Chaos. 6 bis 16 Schaden. Chaos, bei einem Treffer erhältst du 1 bis 6 Trefferpunkte zurück. Oha, okay. Das heilt mich. Ich habe sehr Fox gehörnter Helm. Okay. Kann der was? Er sieht ulkig aus. Sicht des, die Werte durchgehen kann. Sicht des Todbringers, du erhältst dunkle Sicht bis zu einer Reichweite von 3 Metern oder 15 Metern, falls du sie bereits besitzt. Möglichst einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Unerschrocken, du kannst nicht verängstigt und nicht von anderen Zuständen beeinflusst werden, die deine Emotionen verändern. Na dann. Das ist, glaube ich, ein gutes Ding. Jo, das lasse ich Letze tragen. Das sieht halt lächerlich aus, aber ist etwas mächtig. Und wer kann denn das Schwert tragen? Ich bin mit einem Kriegsstoff von Großschwertern umgeübt. Ist das was für Letze? 9 bis 22 Schaden, okay, ist auf jeden Fall besser als das, was ich habe. Nice. Nicht schlecht. Aufheben unmöglich, zu schwer. Schade. Haben wir einen Barbaren, der mit. Den mitnehmen kann. Kannst du den sehr voll anheben? Liegt da ziemlich gespreizt dort. Der Helm sieht ganz schön unepisch aus. Na, sieht beim Bossgegner besser aus. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Dann verbrauche ich mal eine kurze Rast. Time to get going. Gut, ich glaube, wir sind dann aber durch mit den Bosskämpfen. Wir waren beide unterwältigend etwas. Frage, wo geht's jetzt hin als nächstes? In die Kanalisation. Schnellreise ist nicht möglich. Ja, aber gesagt, für mich jetzt. Anderen Spielstand, oder? Achso, du machst jetzt wahrscheinlich das Elder Brain fertig und hast das Spiel dann durch. So schaut's aus. In der Unterstadt ist nichts mehr, was irgendwie was mich noch hält. Jetzt ab in die Kanalisation. Die Kanalisation ist dann hoffentlich nicht alle 2 Meter irgendein Bossfight. Ah, okay, die wurden auch besiegt. Die Wächter hier. Na, dann guck ich mal, was die so dabei hatten. Mach das. Dann kann ich Karl auch nächstes Mal wieder mit ins Team nehmen. Ich geh mal in die frische Luft. Ja, die hatten durchaus ein paar interessante Sachen dabei. Was für Sachen? Überwiegend Zeug, was für Paladine interessant wäre. Das wäre im anderen Spielstand interessant. Ja. Und für schade, dass man nicht transferieren kann. Das wäre zu stark. 19er Rüstung. Stark. Ich bin mal zum Lager aufgebrochen. Das ist besser. Tja, gute Frage. Wie komme ich denn jetzt
Von dort, wo ich bin, in die Kanalisation. Schnellreise mit wahrscheinlich. Schnellreise. Das ist dann nicht mehr heute mein Problem. Ja, dann kann ich dich mal aus dem Team schmeißen, gerade noch mit reinnehmen. Dann können wir gleich. Ja. Kannst du ins Lager kommen und deine Sachen noch in der vergoldeten Truhe ablegen, damit ich sie nicht sofort im Inventar habe? Von mir aus. Damit die nicht sofort teleportiert in mein Inventar gepackt. Mach dich nackig. Und leg das in die Kiste. Dann kann ich mal gucken, ob ich das Zeug, was da. Ob ich da noch Sachen von gebrauchen kann für. Ja, wenn du mich. Dass da keiner was geben kann oder so. Ich sag mal gerade, Jahira, dass der Serf auch tot ist. I would be lying if I told you I was certain we would walk out of that temple alive. We faced Baal there once before. And I was not ready to count on luck a second time. But luck had no part in it. Just you. That is both chosen beaten and their stones wrested from their grasp. But where they fall, the Elder Brain rises. It is already worming its way free. We must find it before it slips its color. Whether we are ready or not. Okay. Na dann. Was ist das nächste Ziel? Ist Elder Brain. Ja, in dem Spiel stand zumindest. Ich bin wirklich dafür, dass wir in dem anderen versuchen, das die Absolute zu übernehmen. Können wir ja mal gucken. So, dann lass die da liegen, die Wasserpfeife. Das ist eine wichtige Ausrüstung. Eine wichtige Ausrüstung, ja, ich weiß. Stell die dort wieder hin, wo sie war. Das ist, wenn du es hinkriegst. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ich hab die auch mehr oder weniger aus Versehen. Was, ich wollte eigentlich nur in die Nähe. Deswegen wollte ich die nicht mitnehmen, wenn die da stehen sollte. Ich weiß nicht mal, wo die überhaupt ist. Du müsstest im Inventar haben. Ich hab heiliges Wasser. Ich sehe keine Wasserpfeife. Ich werde sie dann im Inventar haben, wenn du das Team verlässt. Vermutlich. Okay, der Fahrstuhl funktioniert nicht mit dem Essen. Habe ich irgendwann das Küchenpersonal getötet oder was ist hier los? Das ist eher ungut. Ich muss das bei der langen Rast machen. Gut. Also ich verlasse dann schon mal, würde ich sagen. Ich komme dann gleich rüber. Ich höre noch gerade an, dann speichere ich hier und dann. Alles easy. Kommt so fast, dass du mit dem Kampf Probleme hattest. Weil meine Charaktere nichts konnten. So scheiße geskillt. Und das Elderbrain wird auch wieder scheiße. Das auch nicht. Ich glaube, ich tatsächlich hier das Spiel einfach neu starten mal. Hier immer diesen scheiß Bug hab. Wird das Spiel gleich auch nochmal schnell starten vielleicht, oder? Mal schauen. Vielleicht. Sag mal, warum kann ich hier nicht... Kann ich nicht spielen.
Bist du immer noch am Trugtron? Ja, weil du erstmal den Charakter rausschmeißen musst. Ach so, der ist jetzt. Das ist eine leere Puppe. Person ist Lara schicken. Perhaps a little time away is all he needs. He'll be at your camp, should you wish to call on him again. Ach, ich kann ihn mitnehmen. Ich kann jetzt spielen. Ich kann ihn jetzt. Oder auch nicht. Ja. Ist jetzt in meinem Team für immer, oder? Du kannst ihn wie ein Mietling einfach rausschmeißen. Aha. Da ist er weg. Da kann man her, Kanach. Take that ball freak. She would have bled the whole world just for the fun of it. We've got her Netherstone now. One step closer to getting the Netherbrain under control. Kanach? Soldier? Hell yes. Oh, ich muss doch Kanach mal kurz leveln. Die waren nicht im Kampf dabei. Das dürfte beim Barbaren, glaube ich, schnell gehen. Mhm. Vielleicht kann ich da, oder ist das schon zu spät dafür, dass da mal ein bisschen gucken, dass da der jetzt noch eine andere. Du kannst es jederzeit bei Lazarus ändern, was die sind. Du kannst auch Carla zu einer Klerikerin machen, wenn du möchtest. Nee, das will ich nicht, aber. Das, so habe ich Astarion ja beim letzten Mal zum. Attributsverbesserung. 20 auf Stärke, macht Sinn. Sechzehn auf Konstitution. Ja. Konst und Stärke sind das Wichtige. Was ist denn das mit den Tierherzen hier, die hat? Bärenherz, Adlerherz. Im Kampf auch kannst du Sturzschlag einsetzen. Nicht einmal gewechselt, oder? Doch, permanent, aber nie wirklich eingesetzt. Anstarrendes Höhlenadlerherz. Wie? Der Barbar hat eine Funktion, was? Wie oft hast du den Kampfrausch benutzt? Immer, aber nie irgendwie wirklich eingesetzt im Kampf. Also nie wirklich da anschließend nichts gemacht. Oh Gott! Ja. Ich verstehe, wieso du so große Probleme mit D&D hattest. So langsam. Yep. Wird gleich deiner Zeit für eine lange Rast. Wie kann man die eine Funktion von dem Barbaren nicht benutzen? Das ist so wie wenn du einen Krieger spielst, aber nicht einmal zuschlägst. Tja. Na dann.